So, wir kommen zum letzten Weihnachts-Dankeschön-Video. Und zwar das Krasseste. Das mit Abstand wirklich allerkrasseste. Also mal abgesehen von den Objektiven von Freundinnen. Aber bei Freundinnen erwarte ich das zwar auch nicht, aber da kann ich noch. Ja, da schockiert es mich nicht ganz so sehr, sagen wir es mal so. Ne? Und zwar, also zunächst mal diesen Becher. Und diesen Becher, das ist quasi so ein ja, Wassererhitzsystembecher. Da schmeißt man unten rein ein solches Pad, zum Beispiel ein solches, oder auch diese hier, das sind die vom Barocook-System, die hat er mir freundlicherweise noch mitgeschickt. Herzlichen Dank. Und was tut das? Naja, also zunächst mal haben wir hier diesen Deckel. Der ist nicht hundertprozentig wasserdicht, das kann aber auch nicht sein. Da muss ja auch irgendwie Dampf entweichen können. Da ist ja dann ein gewisser Druck in dem Bottich drin. Aber wenn man mal kurz diesen hier macht, dann läuft noch nicht sofort alles aus. Es tritt halt vielleicht ein, zwei Tröpfchen irgendwie nach außen. Aber das geht halt auch nicht, dass der Deckel dicht sein kann. So, also einmal Deckel mit, das ist auch sehr praktisch, Trinktülle. Also man kann dann auch problemlos eben entsprechend aus dem Ding was trinken. Das ist an sich ja schon mal schön. Ja? So weit, so gut. Ein Trinkbecher mit Trinkthülle, mit Neoprenhülle, damit man ihn schöner anfassen, besser anfassen kann, wenn was Warmes drin ist. Neoprenhülle kann man auch abmachen, dann hat man ein Rohr. Ne? So. Und eben entsprechend einen Plastik. Außenbecher und einen Edelstahl-Innenbecher. Und das ist auch das nutzbare Volumen quasi, um sich da Getränke einzufüllen. Ich habe mal die Kaffeetrinkerin testen lassen. Wir waren ja an Heiligabend im Wald und es war schon durchaus relativ kühl und sie war dann doch dankbar, dass sie ein entsprechendes Heißgetränk mit Hilfe dieses Bechers hat zubereiten können. Denn hier unten, da kippt man dann noch etwas Wasser rein, 40 Milliliter glaube ich, für die kleinen Heizpads hier. Dann gibt es dann noch so einen entsprechenden Messbecher dazu, den habe ich jetzt nicht dabei, wo man 40 Milliliter eben entsprechend abmessen kann. Das kann man auch einigermaßen schätzen. Bisher sind noch keine großen Komplikationen aufgekommen, wenn man da zu viel oder zu wenig Wasser reingemacht hat. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Einmal eben grob geschätzt und einmal abgemessen und das Ergebnis war beide Male dasselbe. Dann schmeißt man jedenfalls so ein Ding hier unten rein, natürlich ausgepackt. Und wenn das jetzt da drin wäre, würde man den Becher, also das Wasser da natürlich noch drüber kippen, diese 40 mm, diesen Becher hier reinstellen und da unten geht dann mit diesem Heizpaketchen eine entsprechend thermische Reaktion ab und erzeugt Hitze. So, das heißt, der Inhalt vom Metallpot heizt sich dann aufgrund der Hitze, die unten drunter stattfindet. Und wenn man dann noch das Deckelchen drauf macht, was man tun sollte, weil sonst geht ja alles gleich wieder oben raus, dann hat man in, wie lange hat es bei uns gedauert oder war es wirklich kalt draußen? Oh, naja, so 8 Minütchen, irgendwie sowas, hat man dann ein sehr heißes, entsprechendes Getränk. Und für Kaffee hat es wohl sehr gut funktioniert, meint Evelyn. Außerdem kann man sich damit gleich noch die kalte Pfote entsprechend wärmen, wenn man ihn dann so nimmt. Oder wenn man einfach die Neoprenhülle runter macht, dann hat man auch einen tollen Handwärmer. Das habe ich dann auch ausprobieren dürfen. Funktioniert ganz hervorragend. Ich glaube fast, der ist leistungstechnisch so von der Hitzeentwicklung her, war ein bisschen kleiner, sogar noch ein bisschen besser, stärker als die Schale, die ich mir zugelegt habe. Ich habe das Ding ja noch in Schalenversion, genau das gleiche System, nur halt größer. Und ja, also das ist auf jeden Fall coole Sache, wenn man ein Heißgetränk irgendwo genießen möchte, wo man kein Feuer machen darf oder kann oder möchte, also wirklich überhaupt keine Flamme erzeugen darf, kann oder möchte. Und dann ist das echt eine coole Alternative. Natürlich könnte man auch einen Thermobecher oder eine Thermoskanne von daheim mitnehmen, aber das ist nicht dasselbe wie frisch in der Natur heiß gemacht. Für mich persönlich spielt das wirklich eine Rolle und alles, was in irgendeiner Form Hitze erzeugt, aber das weißt du ja offensichtlich, übt eine gewisse Faszination auf mich aus. Und wir haben jetzt hier eben dank dem ergänzenden Päckchen mit Heatpacks reichlich Vorrat. Ich denke, das wird oft als Evelyns Kaffeebecher zum Einsatz kommen und sonst nehme ich den auch gerne für Tee oder heiße Schokolade.
Werde ich demnächst sowieso mal brauchen, den Becher, wenn ich im Hochmoor unterwegs bin. Vielleicht nehme ich mir dann gerade einmal Becher, einmal die andere Schale mit und mache mir dann einfach ein vollständiges Menü mitten im Moor, völlig legal und völlig ohne irgendwelche Beeinträchtigungen vom Moor selber. Also das ist vielleicht eine ganz coole Idee. Also ja, doch, 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 ich glaube, das könnte man tun. Vielleicht ist das Moor sogar ganz, ganz bald, wenn ich mal rausfinde, wo das sein könnte. Ja, ja, anderes Thema. So, das war also das eine. Das ist an sich ja schon ganz, 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 ganz toll. Wirklich ganz super. Aber du musstest es ja dann noch maßlos, total wahnsinnig übertreiben. Schon wieder? Weil die offensichtlich meine Kameraausrüstung zu schwer ist. es geht auch leichter. Ja, das stimmt, das tut es. Das hier, das ist eine Action Cam. Und zwar eine verdammt gute, weil da steht Sony drauf. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als ich das ausgepackt habe. Ich habe zuerst gedacht, aha, ja, also da war beides drin. Also einmal die Fernbedienung, Remote Display für dieses Ding und eben dieses Ding. Habe zuerst unten auf die Packung geguckt und das war ganz toll verpackt und also ganz, ganz luxuriös, schön stilvoll eingepackt und so weiter. Für meinen Geschmack ein bisschen viel Verpackung, aber das tut ja nichts zur Sache. Aber war schon beeindruckend jedenfalls. Und hat zuerst gesehen, hier Remote Kit. Aha, okay. Oh ja, das kann ich super brauchen. Das kann ich bestimmt auch an andere Kameras anschließen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, ob das auch mit der Spiegelreflex geht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß, dass ich inzwischen habe ich gelernt, wie ich die Spiegelreflex mit dem Handy bedienen kann. Theoretisch, praktisch mache ich das nie, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und das Ding hier kann ich auch mit dem Handy bedienen. Das habe ich schon eher gemacht, weil wenn man mal das hier nicht dabei hat und spontan unbedingt ein Display braucht, dann kann man auch das Handy nehmen. Ist für Touren natürlich völlig für den Eimer. Handy-Akku viel zu schnell leer, ne? Also da brauche ich schon so ein Ding. Also das kann ich definitiv brauchen. Aber zuerst dachte ich jedenfalls, es ist nur dieses Remote-Display und habe mir schon, habe ich schon gedacht, dann habe ich aber erst realisiert, dass da auch noch eine Kamera dabei ist. Gut, wir fangen mal spaßeshalber hinten an. Die frisst diese ganz, ganz kleinen Speicherkarten, Micro-SD-Karten. Und ich hatte noch eine da, ich konnte es also gleich ausprobieren. Das ist also kein Problem. War aber nur 16 GB. Ich habe mir jetzt noch eine 121 GB besorgt. Und ja, die sind so winzig. Weshalb ich für mich beschlossen habe, ich werde die niemals ohne Adapter irgendwo rumliegen lassen. Also außer sie stecken natürlich gerade in der Kamera. Weil mit Adapter haben sie das Format einer normalen SD-Karte. Und die sind ja auch schon jetzt nicht gerade besonders groß. Wenn man die irgendwo verliert, sind sie auch recht fix weg, würde ich jetzt mal sagen. Aber diese Mini-Dinger, ich habe bei der Gelegenheit übrigens festgestellt, inzwischen sind SD-Karten für wirklich kleines Geld zu haben. Die Nicht-Extreme-Teile, wobei ich mir jetzt vielleicht mal ein Extreme-Gedöns-Dingens zulegen sollte, wenn ich da mal größere Vorhaben Richtung hier steht es, Richtung dieses hier, ne, 4K da irgendwas vorhaben sollte. Das schockiert mich noch ein bisschen. Da traue ich mich noch nicht so ganz ran. Das ist ja Auflösung noch und nöcher. Ne? Also gibt es auch Dateigrößen noch und nöcher. Und ich weiß gar nicht, ob mein Computer das überhaupt schneiden kann bei den Dateigrößen. Aber nichtsdestotrotz, also deswegen trotzdem toll. Also so ist das nicht. Ja, jedenfalls, die eine Sache war jedenfalls mit der Speicherkarte. Also kein Problem. Und das Coole ist eben, wenn ich den Adapter dazu nehme, dann funktionieren die Teile auch problemlos in meiner Spiegelreflex. Das heißt, ich werde mir in Zukunft nur noch Micro-SD-Karten, also die ganz kleinen hier, mit eben entsprechenden Adaptern, die sind eh fast immer dabei, zulegen. Dann habe ich Speicherkarten für beide entsprechenden Kamerasysteme immer dabei und muss halt beim einen das Ding aus dem Adapter rausnehmen, beim anderen im Adapter drin lassen und alles ist gut. Also überhaupt kein Stress oder Problem oder sonst wie. Finde ich sehr, sehr cool. Dann das nächste positive Überraschunglein. Hör bitte. Die arbeitet mit diesen Akkus. Das sind die Sony NPBX1 Akkus. Das ist jetzt an sich per se weder gut noch schlecht. Ah,
Aber da ich ja schon mal eine entsprechende Sony-Kamera, die mit diesen Akkus gearbeitet habe, hatte, die den Geist aufgegeben hat, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich würde es dir fast unterstellen, das ist ja so praktisch, heißt das, ich habe jetzt schon einen ganzen Stall voll Akkus für diese Kamera und muss mir keinen einzigen noch dazu kaufen und war trotzdem noch einer beiliegen, das ist der hier und sogar nochmal ein neuer Original-Akku entsprechend. Ich arbeite größtenteils mit irgendwelchen Akku-Nachbauten, die haben zwar teilweise nur die halbe Leistung, kosten aber auch nur ein Fünftel vom Geld. Also da hat man dann schon gegebenenfalls etwas mehr Akku pro Geld. Und bisher ist mir noch kein großer Nachteil aufgefallen bei diesen Nachbauakkus, außer dass sie schwächer sind. Dass es da welche gibt, die die Kamera gleich schrotten, hätte ich jetzt noch nicht gelesen. Also von daher ist das so meine Standardvorgehensweise, mache ich bei der Spiegelreflex, die es gerade aufnimmt, im Übrigen auch so. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass sich das Thema Akku schon erledigt hat. Und klar, das Ding ist eine extrem viel leichtere Alternative zu meinem Spiegelreflex und macht zugegebenerweise im Videomodus, also was ich jetzt ausprobiert habe, und da kann ich euch auch ein paar kleine Beispiele, allerdings ohne Ton, entsprechend einblenden, macht wirklich tolle Aufnahmen. Vor allen Dingen hat sie Steady Shot, nennt sich das, also eine interne digitale Bildstabilisierung, keine optische zwar, aber mit der digitalen, das arbeitet auch ganz hervorragend. Funktioniert so, dass die Kamera im Grunde im fast 170 Grad Winkel oder was alles aufzeichnen würde, also ein unglaublicher Weitwinkel. Aber wenn man eben diesen Steady Shot dazu schaltet, dann reduziert sich der Winkel etwas, das heißt, die Kamera sieht immer noch den Bereich, der jetzt nicht mehr angezeigt wird im Bild. Und dadurch, dass eben dieser Bereich nicht angezeigt wird, hat sie den quasi als Puffer und kann dann das Bild immer wackeltechnisch in die entgegengesetzte Richtung, wie ich gerade wackel, entsprechend rechnen, um die Wacklerei auszugleichen. Funktioniert hervorragend, gibt ein wirklich ziemlich wackelfreies Bild für eine am Deppenzepter rumgeschleppte Kamera. Dafür habe ich hier auch das Deppenzepter dabei. Ich weiß nicht, ob ich die noch einsetze heute. Mal gucken. Das Wetter ist jetzt nicht so toll und da würde sie sich anbieten. Sieht dann so aus, na, zum Beispiel eben so und dann halt das Ganze nochmal umdrehen. Ne? Und damit kann ich dann bequem durch den Wald rennen und mich filmen. Ich bin dann noch nicht mal im Ansatzformat füllen, selbst wenn ich das auf die Distanz eben entsprechend halte, weil sie halt so einen schönen Weitwinkel hat. Was sie nicht hat, ist irgendein Zoom. Weshalb, und das ist jetzt in keinster Weise Kritik, denn das ist genau die richtige Actioncam für mal eben im Wald vloggen gehen. Ne? Wenn ich gerade gar keinen Bock habe, irgendwie groß Equipment rumzuschleppen, dann stecke ich mir das Ding in die Hosentasche und noch einen Deppenzepter dazu und noch zwei Ersatzakkus und mache die 128 GB Karte rein und dann hat sich das alles erledigt und dann brauche ich auch nur im Wald rennen und kann irgendwas erzählen. Das sind auch die Beispielbilder, sind auf diesem Weg auch entstanden, die es hier jetzt dann zwischendurch hin und wieder mal zu sehen gibt. Also das ist absolut toll. Und dann hat man vielleicht registriert, hier ist ein Gehäuse drum. Erstens mal finde ich es toll, dass das Gehäuse die Bedienung nahezu gar nicht einschränkt. Also ich habe überhaupt keine Probleme, das Ding zu bedienen. Mit Gehäuse oder ohne. Generell ist die Bedienung natürlich bei so einer kleinen Kamera, die kein großes Display hat, wo du richtig große Menüs hast und so weiter und so fort, ist die Bedienung eh ein wenig kompliziert, weil das ist alles an Display, was da dran ist. Es gibt aber noch das Remote-Display und da hat man dann eben auch, da sieht man dann auch, was die Kamera aufnimmt. Ich zeige euch das gleich. Macht man das Teil hier ab, die Hülle, dann ist die Kamera immer noch leicht wassergeschützt. Habe ich mir zumindest recherchiert, dass dem so sei. Mit Hülle, da kann die Sinnflut kommen, da ist sie 10 Meter wasserdicht, da könnte man theoretisch auch mal das Ding in den Fluss halten, um eine lustige Flussaufnahme zu machen. Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch werde ich das natürlich tun. Nur, ja, also um es mal kurz das Fazit vorwegzunehmen, ne, dein Ziel, dass ich weniger Kameraequipment mitschleppen muss, in Grönland vorzugsweise, ist leider gescheitert. Ich schleppe noch mehr Kameraequipment mit, weil die halt zusätzlich noch mitkommt. Das wird dann die E-Punkt-Cam. Also sprich, Evelyn darf damit quasi mich beim Vorneweglaufen zum Beispiel oder bei Durchflusslatschen und solche Späße dann eben entsprechend filmen und wir werden die auch mit aufs Kanu nehmen. Wir hoffen sehr, dass wir eine kleine Kanupassage zurücklegen können und da hätte ich echt Angst mit meiner Spiegelreflex, die hier aber mit Gehäuse,
scheißegal. Ne? Das darf auch mit aufs Kanu, das darf auch mit schwimmen, das darf mit alles. Und das ist halt schon saumäßig cool. Ist halt eine Action-Cam. Ne? Und hier eben entsprechend kleiner verpackbaren Zustand. Und so sollte sie halt eben auch schon spritzwasser geschützt sein. Kann man auch hier hinten schön sehen. Hier ist so eine Öffnung, mit der man da auf sämtliche Innereien zugreifen kann. Und die hat auch einen tollen Dichtungsring. Da geht also normalerweise, denke ich, da müsste schon sehr viel schief gehen, dass da was durchgeht. Und da drin ist dann Akku und hier nebendran in diesem winzig kleinen Fach die Speicherkarte. Die arbeitet wohl mit mehreren verschiedenen Speicherkarten, habe ich mir sagen lassen. Ich werde aber nur mit MicroSD arbeiten. Dann haben wir noch einen HDMI-Anschluss und einen Micro-USB-Anschluss oder Mini-USB oder was auch immer. Multi steht hier. Jedenfalls lässt er sich damit auch problemlos aufladen. Ich habe aber, und das ist auch wieder der Vorteil, dass ich diese Akkus schon kenne, auch Ladegeräte für die Akkus entsprechend rumliegen, muss also nicht zwingend immer in der Kamera laden, sondern kann halt auch eben das Ladegerät nehmen. Woran ich mich noch gewöhnen muss, ist eben diese freistehende Linse, die man häufiger mal putzen muss, weil ja, sie ist halt vorne drauf und man kann sie nicht abdecken. Und wenn man mit dem Ding arbeitet, dann muss man hier die Linse auch hin und wieder mal ein bisschen putzen. Aber wenn das einzige Problem ist, dann stört mich das alles wenig. Und man kann die halt super brauchen, um sie zum Beispiel auch am Hut zu befestigen. Ich bin noch am überlegen, wie ich mir das am besten bastel, dass ich mir quasi noch eine Huthalterung, jetzt haben wir sie angemacht, zusammen bastel. Da wird mir auch noch irgendwas einfallen, denke ich. So. Wenn man die anmacht, dann kommt hier diese schöne Menügeschichte und jetzt hat sie irgendein Problem. Was hat sie denn? Wait, immer noch Wait. Ach, keine Speicherkarte drin. Ja, das könnte Sinn machen, dass das ein Problem ist. Dann machen wir sie mal wieder aus. Ausmachen ist übrigens ganz witzig, da muss man ein paar Mal Knöpfchen drücken, bis man in den Ausmach-Menüpunkt kommt. Dann kann man sie erst ausmachen, mehr oder weniger. Also ich habe bisher jedenfalls noch keinen schnelleren Weg, das Ding auszuschalten, gefunden. Und es steht auch kein... Ah doch, Speicherkarte ist drin, nur falsch rum. Das kann ich mir immer nicht merken. Das Dumme ist halt eben dadurch, dass da mehrere Speicherkarten reinpassen, mögliche Speicherkarten reinpassen, kann man sie auch falsch rum einsetzen. Und das merkt man dann halt erst, wenn man sieht, dass nicht geht. So. Oh, wir nehmen gerade schon auf, das wollen wir nicht. Weil ich wollte euch noch das Remote-Display entsprechend zeigen. Das funktioniert dann. Da kommt's. Tada! Und jetzt muss man noch die Kamera anmachen und das Remote. Ach ja, da hat es schon funktioniert. Also, ihr seht, ich kann hier jetzt in der Küche rumfilmen und würde ich jetzt was aufnehmen, was ich nicht tue, dann würde es halt eben entsprechend direkt auf dem Display hier so angezeigt werden. Das kann man sich dann schön ans Handgelenk packen. Natürlich kann man über das Display auch die Aufnahme starten, die Aufnahme beenden, ein paar Dinge einstellen, ein paar Modi wechseln und ist alles überhaupt kein Problem. Funktioniert tadellos. Das Display hat einen eigenen eingebauten Akku. Power off. Und ja, Power off. Eigentlich so simpel wie möglich. Die lassen sich dann mittels Bluetooth miteinander verbinden, glaube ich. Oder WLAN? Ne, WLAN. WLAN. Bluetooth geht wohl, da geht die Kamera gegen versus Handy, das funktioniert. Ich glaube, sie hatte nur WLAN. Ich weiß es nicht mehr genau. Hätte ich jetzt nochmal nachgucken müssen. Es funktioniert jedenfalls tadellos. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und hiermit eben gegen jegliche Wasserschäden eben immun. Die hat viele tolle Filmmodus. Sie kann theoretisch auch Fotos machen. Das würde ich aber sein lassen wollen. Also dafür habe ich nun wirklich definitiv was Besseres. Aber was da wirklich an Bildmaterial beim Film rauskommt, bin ich absolut begeistert. Vor allen Dingen mit der Bildstabilisierung und in dem schönen Weitwinkel. Der ist halt auch toll. Der krasse Weitwinkel, also den ohne Bildstabilisierung, den muss ich noch ausprobieren. Und sonst kannst du problemlos aufnehmen. Das funktioniert tipptopp und das gibt auch keine so riesigen Dateien. 1080p mit 60 Frames per Second
was bei Bildern, die zum, bei Filmchen, die einen gewissen Wackelfaktor haben, meiner Meinung nach echt besser aussieht. Es wackelt dadurch nicht weniger, aber die Wackler stören weniger, weil sie weniger ruckelig sind, weil pro Zentimeter, den gewackelt wird, kommen halt 2, 3 Bilder und nicht nur 1,5 Bilder oder irgendwie so. Ne? Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, was ich meine, aber so ist es jedenfalls. Sie hat hervorragenden Klang, also für so eine kleine Kamera, das funktioniert echt wunderbar. Also ich kann die schon als Vlog-Kamera nutzen und den Onboard-Sound verwenden. Ich denke, da wird sich niemand groß drüber stören. Wenn ich jetzt irgendwelche ganz langen Vorträge halte und so weiter, dann ist natürlich das externe Mikro schon noch mal einen Ticken besser. Und jetzt kommt der Clou. Hier unten finden wir noch ein Kläppchen, das wir aufmachen können, und da drin ist eine Mikrofonbuchse. Man kann also auch hier tatsächlich noch ein externes Mikrofon anschließen. Ich habe da ja noch ein zweites, so ein Ansteckdingens. Ne? Das werde ich nochmal experimentieren, inwiefern das hiermit harmonisiert. Ist ja alles noch relativ neu, aber ich wollte jetzt auch noch nicht zu früh das Danke-Video machen, weil ich da noch nicht alles aus habe probiert und noch nicht alles habe ausprobieren können. Theoretisch kann man sogar mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen in HD, also 720p. Für irgendwelche krassen Action-Szenen ist das dann also wirklich absolut toll geeignet. Da kommt es ja dann eh nicht drauf an, dass die Bilder besonders scharf oder besonders ultimativ aussehen, sondern mehr eben auf das Was zu sehen ist. Und ich bin ja ohnehin der Meinung, dass das Motiv und das Was zu sehen ist zum Teil echt unterbewertet wird. Das ist viel wichtiger als die blöde ganze Kameratechnik, die da immer dahinter steht. Aber die Kameratechnik finden wir ja heutzutage alle unglaublich wichtig. Und man muss immer das Tollste vom Tollen haben und die höchste Auflösung von allem. Das war ja bei den Digitalkameras, seit es die gibt, schon immer so, dass man da groß auf das Gehäuse drauf geschrieben hat, so und so viel Megapixel. Steht hier nicht drauf. Inzwischen hat das offensichtlich niemand mehr nötig auf meinen Spiegelreflex. Steht es auch nicht drauf. Die hat 24. Und irgendwann wird es dann auch egal, ob du jetzt 30.000 Megapixel hast oder halt eben nur 24 Megapixel. Ja, 30.000 Megapixel wäre ein bisschen arg viel. 30.000 Pixel, das wäre noch relativ wenig, aber bei Megapixeln wäre schon ein bisschen. Aber zum Beispiel, ich habe noch mit meiner alten, die ich in Schweden dabei hatte, da hatte ich glaube ich 17 Megapixel oder was und habe die Bilder mal groß ausgedruckt für einen Kalender. Die geht noch, ist aber grenzwertig, also wirklich groß, also so ein wirklich großes Format. Geht noch, ist aber grenzwertig und deswegen nochmal das kleine Update zu eben 24 Megapixeln ist zum Fotomachen sicherlich sinnvoll. Wofür man dann jetzt noch mehr braucht, weiß ich nicht, weil riesige Plakate ausdrucken, die dürfen dann ein bisschen pixelig sein, in Anführungszeichen, ne? Weil die guckt man sich ja nicht aus nächster Nähe an, außer man spinnt. Und wenn man dann weiter weg ist, dann passt das ja auch wieder. Das gleiche gilt für an die Wand schmeißen per Beamer und solche Sachen. Da sollten 24 Megapixel auch vollkommen ausreichend sein. Deswegen, was das angeht, mache ich mir keine Sorgen. Die hier hat zum Fotografieren vergleichsweise wenig Megapixel. Da gibt es dann Handys, die das besser können. Wahrscheinlich auch von der Bildqualität, Fotobildqualität Handys, die das besser können. Aber es ist ja auch eine Kamera zum Filmen. Auch schön, was die nicht hat. Was die leider hat, ist eine Begrenzung der maximalen Aufnahmedauer, beziehungsweise eine Stunde oder was, ist dann die Begrenzung. Also das ist selbst für mich ausreichend. Selten, dass ich mal ohne Schnitt eine Stunde durchlaber. Kommt vor, gibt es, aber ist dann doch wirklich eher selten. Und die hier macht nach einer halben Stunde immer automatisch Schluss und muss erstmal speichern. Und ich muss immer warten und mir überlegen, was ich sagen wollte, bis er fertig gespeichert hat. Schlimm, eine halbe Stunde, das ist ja dauernd. Ja, also das ist ein abgefahren tolles Geschenk. Wir werden es verwenden bei Scheißwetter in Grönland. Wir werden es verwenden als Sekundärkamera, eben damit Evelyn auch was aufnehmen kann. Wir werden es verwenden für tolle Weitwinkelgeschichten. Wir werden es auch ein bisschen für Action verwenden. Für Kletterpassagen, es gibt so ein paar Passagen, da muss man wohl so halbwegs klettern. Das könnte ich normalerweise auch nicht filmen, weil ich Angst hätte, dass mir die Kamera runterfällt. Aber wenn man sich dieses Ding hier am Hut, beziehungsweise bei Evelyns Fall an der Mütze oder sonst wo dran, eben entsprechend befestigt, dann ist das alles gar kein Problem. Man könnte sie auch auf
mittels Tettenzepter in einem längeren oder dem Standardstativ, was ich halt dabei habe, was ich auch nicht zeigen kann, weil die Kamera steht drauf. Ne, damit könnte man sie sich auch hinten in den Rucksack stecken oder irgendwie am Rucksackdeckelfach festmachen und hat eine Rucksackcam, auch eine Möglichkeit. Also der Dinge ist da, was man da tun kann, ist da mannigfaltig. Das Einzige, was mich bei dieser Bauform hier, dieser horizontal Hochkantbauform ein kleines bisschen noch vor Probleme stellt, ist, dass es relativ leicht ist, das Ding nicht ganz vertikal zu halten, dann kriegst du halt schiefe Horizonte. Andererseits bei den vielen Bewegungen, die mit dem bei Verwendung einer Actioncam stattfindet, sind schiefe Horizonte, glaube ich, ziemlich normal. Ich denke, das lässt sich nicht wirklich lösen. Wurde im Internet diskutiert, ist jetzt nicht das allermodernste Modell, aber meine Fresse, bloß nicht. Oh, meine Güte. Dass das durchaus der GoPro Konkurrenz machen kann. Und bisher war GoPro ja quasi konkurrenzlos. Und das hat mich schon doch. Also ich habe enorm Spaß mit dem Ding. Vor allen Dingen eben dann nochmal dieser kleine Goodie, dass ich schon passende Speicherkarte hatte, beziehungsweise nur null Probleme damit kriege, mir weiterhin passende Speicherkarten zuzulegen. Ich brauche eh noch ein paar große für Grönland und dass die Akkus schon passen, alles tippitoppi und Wetter jetzt wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielt mit dem Gehäuse. Und das Tolle ist, das Gehäuse hat sogar auf der Vorderseite hier noch so zwei kleine Schlitze, wo Stereo steht. Da, man kann sie hoffentlich sehen. Das heißt, selbst mit Gehäuse hat man noch einen gewissen Ton. Was heißt gewisser Ton? Naja, man kann verstanden werden, das geht schon. Ich habe es ausprobiert, ist ein bisschen leise, selbstverständlich, ist ja auch ein wasserdichtes Gehäuse drum, aber es geht. Also selbst wenn ich die so in dem Modus benutze, in Scheißwetter und dann gerade unbedingt live was kommentieren muss und die Kamera anbrülle, dann werde ich auch entsprechend verstanden und ich muss noch nicht mal so machen, sondern es reicht auch auf einem Armabstand, ne? Da wird man auch verstanden. Lediglich, wenn man wegfilmt von sich selber und dann was sagt, weil das Mikro auf der anderen Seite, das ist wirklich arg leise. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ich dir gerne bereit bin zu akzeptieren, dafür, dass meine Kamera nicht stirbt, wenn es regnet. Ne? So, also, das ist ein total krasses Geschenk. Das wird noch viele, viele, viele Stunden Bildmaterial entsprechend aufnehmen und für Kleinigkeiten, wenn ich mal eben so in den Wald gehe, wie jetzt zum Beispiel gleich im Anschluss, werde ich echt die nehmen, weil die da brauche ich dann schlicht und ergreifend echt nicht mitschleppen. Da ist es dann Wurst. Toll. Aber das erleichtert mir das Leben ganz außerordentlich. Im wahrsten Sinne des Wortes auch, wenn man nicht die ganze schwere Kameraausstattung mitschleppen muss. Nur leider dein Plan, dass ich leichter in Grönland unterwegs bin, das geht nicht auf. Ich will halt wirklich unbedingt gerne die Spiegelreflexausrüstung mitnehmen, wirklich für das optimalste Bildmaterial und die hat halt keinen Zoom. Nicht, dass das schlecht ist, ne? Das ist ja für das, wofür ich sie verwenden möchte, spielt das überhaupt keine Rolle, wirklich gar nicht. Sie ist halt eine spezialisierte Kamera und nicht so ein universelles, kannst du quasi alles mitmachen, Teil wie eine Spiegelreflex, aufgrund der Tatsache, dass sie Wechseloptik hat. Ne? Oder halt andere Systemkamera mit Wechseloptik, die noch mehr, viel, viel, viel mehr Geld kostet. Ich weiß, Spiegelreflex ist nicht unbedingt die Zukunft der Fotografie. Man geht ja jetzt zu den lustigen spiegellosen Vollformat Sony A7 irgendwas Gedönsdingern. Alles gut, kann ich mir nicht kaufen, ist mir zu teuer. Irgendwann vielleicht mal. Und im Übrigen, die wollen Vollformatkameras, ja, die mögen ja toll sein, die mögen enorm viel Infos aufs Bild pressen und so weiter. Aber die sind für Tieraufnahmen scheiße, weil man hat generell einfach weniger Zoom. Okay, man hat einen noch krasseren Weitwinkel, das ist schön, aber man hat halt wirklich, also zoomtechnisch kannst du die Teile wirklich vergessen, da brauchst du so einen Sensor, wie jetzt hier in meiner Spiegelreflex verbaut ist, APS-C-Sensor heißen die, glaube ich, ja. Eben mit dieser 1,6-fachen Vergrößerung der Brennweite, die man als Objektiv vorne drauf geschraubt hat, weil halt eben nur ein kleinerer Ausschnitt von dem, was das Objektiv sieht, überhaupt angezeigt werden kann. Warum? Naja, so ein Objektiv ist rund und wir haben kein rundes Bild, sondern nur ein in der Mitte rausgeschnittenes, eckiges Fenster quasi. Okay, genug zur Kameratechnik. Vielen, vielen herzlichen Dank, du hast mal wieder wahnsinnig übertrieben. Ich bin total begeistert. Das wird mir wirklich, 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 wirklich ganz, ganz treue Dienste leisten.
Und jetzt ist die Aufnahme auch gleich fertig wegen der besagten halben Stunde. Und deswegen sage ich Tschüss und meine Fresse. Evelyn sagt übrigens auch Danke, weil sie freut sich, dass sie dann was zu tun hat in Grönland und selber Aufnahmen machen kann, während ich auf dem Berg stehe und wirklich mir viel Zeit zum Fotografieren nehme. Das kann dann wunderbar. Bisher hat sie es nicht genervt. Sie behauptet auch, das würde sie nicht stören, aber das glaube ich ihr nicht. Deswegen vermeidet Beziehungskrisen. So, aber jetzt wirklich Tschüss.